19 Bundeswehrsender hier aus der Kaserne Köln-Mülheim. Vielen Dank. Ein reichhaltiges Festprogramm erwartet Sie heute zum Start unserer Bundeswehr beim großen Friedenseinsatz in Afghanistan. Wir werden diesen Einsatz exklusiv begleiten. Dazu gleich mehr. Und als erstes muss ich sagen, Sie wissen, Sie haben es gestern hier gehört, wir sind die großen, großen, großen Eurofans. Mein Eindruck ist, ganz Deutschland ist Eurofan, aber wir hier sind besonders große Eurofans. Sie auch? Ja, das ist schön. Ja, okay, Moment. Aber ich muss Sie warnen. Ich muss Sie warnen. Und zwar, man hat jetzt herausgefunden, ich glaube, unsere Freunde von Ökotest, es kann zu Allergien kommen. Ja, Euro-Nickel-Allergie durch die 1- und 2-Euro-Münzen. Es kann zu Allergien kommen. Und es ist Tributylzinn. Jetzt ganz gefährliches. Tributylzinn. Im 10-Euro-Schein. Das heißt, Vorsicht vor 1-Euro-Münzen, vor 2-Euro-Münzen und vor 10-Euro-Scheinen. Das heißt, am besten kaufen Sie nichts, was 13 Euro kostet. Dann können Sie vermeiden, dass Sie das überhaupt anfassen müssen. Es muss nicht dazu kommen, aber es kann. Ja? Ich habe es probiert. Ich habe kein Problem mit den Münzen, muss ich sagen. Ich finde nur, der 500-Euro-Schein ist ein bisschen sehr hart an der Nase. Wenn ich jetzt abends in meinem Geldspeicher bade, trage ich einen Neoprenanzug. Man weiß ja nie, oder? Ökotest teilt uns freundlicherweise mit, Tributylzinn. Tributylzinn verursacht, und das ist wirklich ängstlich, also furchterregend, bei Fischen und Schnecken Hormonstörungen. Liebe Fische, liebe Schnecken, dann zahlt doch bitte in Zukunft mit Karte. Der Euro ist so giftig, ich höre schon den Anwalt sagen, wir haben den Prozess gewonnen, aber Ihr Mann will alles in bar bezahlen, Frau Wusso. Unsere Bundeswehr auf dem Weg nach Kabul. Sie wissen, Zwischenlandung in der Türkei. Dort ist, wie man das in der Türkei kennt, Schnee. Viele fahren ja in die Türkei mittlerweile zum Skifahren. Und man ist noch in Trabzon. In Trabzon in der Türkei wartet man jetzt drauf, um die Friedensmission, die große Friedensmission der UNO unter Leitung unserer amerikanischen, uneingeschränkt solidarischen amerikanischen Freunde starten zu dürfen. Und bei der Landung in der Türkei, der Bundeswehrsoldaten, gab es einige Missverständnisse, weil die Türken haben gedacht, es kommen die Bewährungshelfer für Christoph Daum. Nein! Natürlich in Kabul sind die Verhältnisse anders als hier. Man spricht von gebäudeähnlichen Unterkünften. Gebäudeähnlichen. Es ist wie in diesem Lied. Wir Älteren kennen das. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor. Steht eine Laterne und steht sie noch davor. Das ist wie in diesem Lied. Nur ohne Kaserne, ohne Tor und ohne Laterne. Herbert Charlotte, The Lion Kings. Hallo Herr Schmidt, haben Sie schon alle Geschenke? Nein, bekomme ich gestern. Nein, bekomme ich gestern Heiligabend. Heute Abend haben wir zwei Gäste und die wärmen das Herz. Das kann ich Ihnen sagen. Das kann ich sagen. Ich kann es verstehen, wir kennen uns lange genug, meine Damen und Herren, wenn Sie zu Hause sagen, der Schmidt, nein, ich mag ihn nicht. Aber die Tiere, die er immer da hat, sowas von süß. Und heute kommen zwei Tiere, die werden ihre Herzen im Sturm erobern. Es ist ein Robbenpärchen, ein Seelöwenpärchen, nämlich Elvis und Chippy. Und als ZDF-Fans kennen Sie sie bereits. Sie spielen die Hauptrollen in der erfolgreichen Serie Hallo Robby, in der unser Freund
Carsten Speck einen Seelöwen, nein, was, ein Meeresbiologen. Carsten Speck, die Geschichte eines Mannes zwischen zwei Seelöwen. Und er spielt einen Meeresbiologen samstags um 19.25 Uhr. Großer Erfolg. Und Sie werden mit Ihrem großartigen Trainer Roland Duss und seiner Gattin, seiner charmanten Gattin, hier bei uns zu Gast sein. Und Sie werden es nicht glauben, was diese Tiere können. Wirklich. Ich kann es verstehen, wenn Sie sagen, wenn ich Schmidt im Fernsehen sehe, schalte ich ab. Aber wenn Sie in ungefähr 25 Minuten wieder einschalten, ja? Der Hammer. Wirklich wahr. Diese Tiere sind sowas von süß. Wir haben sonst, und Sie haben schon draußen den LKW gesehen, oder? Vor der Halle. Das ist der große LKW, denn Sie leben sonst irgendwo in Spanien. Ja. Bei Benidorm, in einem großen Freizeit-Tierpark. Und es ist wirklich eine absolute Attraktion. Und bis dahin, weitere Kunststückchen, nämlich mit unserem Herrn Andrak. Sie wissen es, um die, das ist unser Liebling des Monats, Januar, meine Damen und Herren, gestern mit überwältigender Mehrheit hier im Studio gewählt, Kuchers Landhotel in Darscheid in der Vulkaneifel. Wo, Herr, ja. Wo Herr Andrak einen rabenschwarzen Tag in der Küche erwischt haben muss, denn Kuchers Landhotel ist ein Gourmet-Hotel, dafür kennt man es und ich bin überzeugt, es war, ich glaube auch, du warst zu kritisch an diesem Tag. Ja, genau. Es ist ein Spitzenrestaurant. Es ist ein Spitzenrestaurant und auf der anderen Seite haben wir festgestellt, unsere Bierwirtschaft tut sich ein bisschen schwer. Nicht jetzt Wirtschaft im Sinn von Kneipe, sondern von Ökonomie. Ja. Und aus diesem Grund hat Herr Andrak, der ein großes Herz hat, gesagt, er wird ab jetzt, jeden Tag bis zum Ende dieser Show in 35 Jahren, jeden Tag ein Bier von einer anderen Brauerei trinken. Genau. Gestern war es Heineken, ja, auch als Verbeugung vor dem kürzlich verstorbenen Freddy Heineken, dem Gründer. Alfred. Welches Bier ist es heute? Heute ist es Efes Pilsener aus der Türkei. Efes Pilsener, ja, aus der Türkei, auch in Deutschland erhältlich? Ja, selbstverständlich. Ja. Wie schmeckt es? Ach so. eigentlich gut. Also es ist schön kühl. Aber? Was heißt eigentlich gut? Ja, es steht auch immer drauf, dass man es kühl trinken soll. Also ich glaube, wenn man nein, es schmeckt, es hat so ein bisschen so eine leicht süße Milde. Eine süße Milde. Efes Pilsener, Premium-Bier. Ja. Aus der Türkei. Aus der Türkei, weil aus Solidarität. Vorhin schon ein Kästchen getrunken, ja? Hallo, Herr Schmidt. Haben Sie schon alle Geschenke? Nein, kriege ich erst Heiligabend. Ja, und nein, aus Solidarität mit unseren Jungs, die ja jetzt in der Türkei sich Zwischenstopp machen. Wir haben bei der Bundeswehr angerufen. Ich wollte eigentlich das trinken, was die auch in Afghanistan jetzt trinken. Ja. Aber die haben bei den Ersteinsätzen haben die noch kein Bier dabei. Aha. Erst wenn die länger irgendwo stationiert sind, dann gibt es Dosen, Warsteine und Becks. Sail away! für die Einsätze. Ja, man das hat uns man jetzt gesagt, dass die also jetzt wohl in Afghanistan erstmal das Bier sich mit den Engländern teilen werden. Also englisches Bier trinken. Ja, was wird das sein? Englisches Bier. Englisches Bier. Ja. Und heute Heineken. Abend trinken sie natürlich in Trabzon, trinken sie dann wahrscheinlich ein schönes Efes. Ein schönes Efes. Denn das sollten wir mal sagen, es ist nicht nur so, dass du jeden Abend Bier trinkst, sondern es ist inhaltlich eingebunden. Absolut. Jeden Tag wird diese Biermarke einen inhaltlichen Bezug zu dem haben, was sonst in diesem Programm passiert. Das ist wie so bei Schauspielern, die sagen, ich ziehe mich nur nackt aus, wenn es inhaltlich eingebunden ist. Genau. Ja. Und man findet immer einen Grund. Heute Trabzon. Ja. Ist das dieses berühmte Trabzon von diesem erstklassigen Fußballverein? Trabzonspor, ja. Trabzonspor. Trainiert von Hans-Peter Briegel. Trainiert von Hans-Peter Briegel? Ja. Wie viele deutsche Trainer sind zurzeit in Türkei? Drei. Briegel? Briegel, Daum bei Besiktas. Und? Und jetzt ganz neu Lorand bei Fenerbahce. 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 Nicht Fenerbahce, Fenerbahce. Fenerbahce. Besiktas, sag mal Besiktas. Besiktas? Besiktas. Oder Besiktas? Besiktas. Besiktas, Besiktas, wir klären das bis morgen oder bis nachher. Trinken und schluck, dann spricht sich vielleicht leichter aus. Besiktas, Istanbul. Folgendes.
Wo über Sie eine Zeitung aufschlagen, Sie werden feststellen, kritische Stimmen zu unserem Bundeswehreinsätzen. Wir sind durchaus auch kritische Staatsbürger, aber natürlich sind wir uneingeschränkt solidarisch mit unserer modernen, leistungsfähigen, psychologisch geschulten Armee. Und wir werden während dieses Einsatzes unsere Armee von hier aus, von der, früher hätte man gesagt Heimatfront, aber diese Begriffe sind ja zum Glück nicht mehr nötig, mental unterstützen. Und wir haben gedacht, man landet, man ist noch vielleicht einen leichten Kopf vom Efes aus der Türkei. In Kabul, wie ist das Wetter? Das sollte man eigentlich in Zukunft wissen. Ja, stimmt. Das Wetter in Kabul, Außentemperatur, Innentemperatur und so weiter. Wir schlagen vor, Top 5 Sätze, die unsere Bundeswehrsoldaten bei dem von der UNO mit einem robusten Mandat ausgestatteten Friedenseinsatz in Afghanistan eventuell vielleicht einmal ganz gut gebrauchen können. Unser Angebot für einen ersten Kontakt, hier sind die Top 5 Sätze, die unsere Bundeswehrsoldaten bei einem von der UNO mit einem robusten Mandat ausgestatteten Friedenseinsatz in Afghanistan eventuell vielleicht ganz gut gebrauchen könnten. Nummer 5, gib mir sofort meine NATO-Kampfausrüstung zurück. Nummer 4, wussten Sie, dass Sekt länger frisch bleibt, wenn man einen Löffel in die Flasche steckt, Herr Laden? Nummer 3, ach du Kacke, wo ist mein linkes Bein? Nummer 2, willst du noch auf einen Kaffee mit drauf in meine Höhle kommen? Und der Top-Number-One-Satz eines total robusten, mit der UNO-Mandat ausgestatteten Einsatz unserer Bundeswehr, die man vielleicht in Afghanistan einmal ganz gut gebrauchen könnte, ist, nehmen Sie nur D-Mark. Hallo, Herr Schmidt. Haben Sie schon alle Geschenke? Nein. Kriege ich erst Heiligabend. Haben Sie schon alle Geschenke? Nein. Kriege ich erst Heiligabend. Aber es geht weiter. Die Bundeswehr, eine hochmoderne Armee. Ja, wir alle wissen, was jetzt bei der Wehrmachtsausstellung für Bilder zu sehen sind. Sollte es mal eine Bundeswehrausstellung geben, wird es solche Bilder nicht geben. Denn Psychologie steht ganz oben. Mhm. Sicherheit der Soldaten. Eingebunden sein in einen internationalen großen Auftrag, wie jetzt dieses robuste UNO-Mandat, unsere NATO-Partner unter Führung unserer amerikanischen und englischen Freunde. Und wir haben uns umgehört bei der Bundeswehr. Und es gibt Folgendes. Es gibt Entspannungsübungen auf CD vom Zentrum Innere Führung der Bundeswehr. Das ist diese CD. Innere Führung in Koblenz, Informations- und Medienzentrale. Das ist großartig. Unsere Jungs haben das im Gepäck. Ja. Kann man überhaupt sagen, unsere Jungs, oder ist das zu despektierlich? Nö, sind unsere Jungs, wie unsere Nationalmannschaft. Bitte, und so bitte, 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 so. Bitte. Bist du wahnsinnig? Wir wollen, dass sie gesund zurückkommt. Ja. Aber es wäre auch vielleicht mal was für unsere Nationalmannschaft, um eine Möglichkeit. Sagt über die Meditation zum Kampf finden und dann zum Sieg. Die Musik wurde eingespielt von Dr. Michael Schramm, dem Leiter des Stabsmusikchors der Bundeswehr. Großartige Band, immer bei großen Anlässen. Gerade ich als Zivildienstleister höre gern Militärmusik. Habe ich festgestellt. Schon während des Zivildienstes habe ich gerne mir mal einen flotten Marsch aufgelegt. Und so. Das muss kein Widerspruch sein. Ja? Denn ich sage immer so, wer flötet, schießt nicht. Das ist eine Form von Friedenssicherung. Der Sprecher ist Oberst Hans-Jürgen Volkerts und da sollten Sie mal drauf achten. Ich finde, Oberst Volkerts hat einen ähnlichen leichten Akzent wie Bodo Hombach. Ja. Achte ja. mal auf das R. Gleich. Hier, Bodo Hombach bleibt ja Balkanbeauftragt, habe ich jetzt in der FAZ gelesen, jetzt aber im Auftrag der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Und wenn Sie hier mal drauf hören, ja, Sie werden hören, das R von Oberst Volkerts ist ein bisschen ähnlich wie das von Bodo Hombach. Und das sind Übungen, die die Soldaten hören, falls irgendwo ein Schuss fällt draußen. Ne, zur psychologischen Vorbereitung. Zur psychologischen Vorbereitung. Ja. Ja, nein, es ist ja wirklich, also man hat uns das erklärt, dass vor 1996 es das richtig verpönt war bei der Bundeswehr, über einen eventuellen Tod von Kameraden oder so nachzudenken. Und das ist natürlich schon schwierig, ne? Also natürlich. Psychologisch. Und darauf werden jetzt alle Soldaten bei den Auslandseinsätzen vorbereitet, mit der CD und mit Lehrgängen. Mit Lehrgängen. Zu der CD kommen wir gleich. Gleich, wir kommen gleich zu dieser CD, aber erst zeigen wir Ihnen diese Lehrgänge. Und zwar, das hat auch die innere Führung ausgearbeitet. Das ist das Arbeitspapier und das wird normalerweise als Foliant auf so einen Overhead-Projektor. Kennen Sie auch aus der Schule, wo immer der Streber den aufgebaut hat für den Lehrer. Ja. Unser eins hat schnell noch einen Pimmel drauf gemalt. Ja. Und dann kam die Referendarin und sagte, nun, heute der Zitronensäurezyklus. Pick, buff. Harald, es reicht! Dabei war ich es gar nicht.
Ich habe nur einen angestiftet. Ja? Hier, das Arbeitspapier, das wäre auch was für unsere Industrie, für unsere da Niederliegenden oder für den Kanzler, dem jetzt die Hände zittern, die ehemals ruhigen. Das ist das Arbeitspapier der Bundeswehr, innere Führung, Stressmanagement oder wie bleibe ich stark? Das ist interessant psychologisch, nicht wie werde ich stark, sondern wie bleibe ich stark? Ich muss also schon stark sein, wenn ich in dieses Seminar gehe. Es ist nichts für Loser, die sich hochpumpen lassen wollen. Nein, es geht darum, wie bleibe ich stark? Verschiedene Belastungsfaktoren können einen Bundeswehrsoldaten im Einsatz für den Frieden treffen. Das sehen Sie hier aufgemalt. Leben auf engstem Raum. Klar. Ja, dann geht es weiter. Sprachprobleme. Nicht nur intern, sondern auch mit Verbündeten. Ja, weiterer schwerer Belastungsfaktor, AIDS. Hier wird ho-ho-ho-ho gemacht. Ja. Das findet man natürlich in der Wehrmachtsausstellung nicht, Warnung vor AIDS. Das gab es noch nicht damals. Heutzutage gibt es das, aber das heißt, sollte es zu Kontakten mit weiblichen Personen, nicht im Kampf, aber in der Gefechtspause zum Beispiel. Ja. Oder beim Warten auf den Friedenseinsatz kommen, bitte Kondome. Ja. Ja? Toll, dass die Bundeswehr das nicht tabuisiert. Ja? Gerade für Familienväter und so weiter ist es ja wichtig. Nein, also, die sind ja nicht betroffen. Nein, natürlich nicht. Das ist ja, aber wenn ein Single zum Beispiel, ja, klar, ein Single in Kabul, schönes Sat.1-Movie. Nächste Woche, Single in Kabul. Er kam mit der Bundeswehr und ging als Mann. Trink doch nicht, während ich spreche. Ich muss doch schon in jeder Sendung auch die Flasche austrinken. Ist so schwierig? Ja, aber wann soll ich denn trinken? Also AIDS, waren wir gewarnt. Dann Schlafdefizit, das ist klar, bei dem Lärm, wenn im Zelt neben angefeiert wird. Kann man sagen. Dann weiterer Stressfaktor, Einschränkung der Freizeitaktivitäten. Zu wenig Luft in den Bällen zum Teil. Ja. Weitere Belastungsfaktoren hier. Kulturunterschiede, andere Mentalität. Das muss man einfach wissen, dass Leute unterschiedlich reagieren. Ja. Weiter bitte. Dann Suchtgefahren. Ja. Das kennen wir aus Vietnam. Oh ja. In Filmen wie Platoon oder Apokalypse Now. Genau. Ja. Dann Erleben von Willkür und Brutalität. Kann leider im Krieg vorkommen. Ja. Der Unterschied Armut-Reichtum. Das bezieht sich immer auf die Völker, sozusagen, denen wir helfen. Das sind nicht interne Probleme der Bundeswehr, sondern der Unterschied. Dann ein ganz wichtiges Problem, Langeweile. Tja. Und überlastete Vorgesetzte. Verantwortung. Stress. Genaueres dazu im nächsten Blatt, nämlich extreme Temperaturen und Klimabedingungen. Wir werden das also täglich das Kabul-Wetter durchgeben, damit man sich darauf einstellen kann. Dann ungewohnte Ernährung, im Sinn von gar keine. Mangelhafte Hygiene. Das ist ja nicht mehr so wie früher mit Latrine und Donnerbalkenromantik, sondern man möchte ja heute wirklich die hygienischen Maßstäbe aus Westdeutschland einigermaßen auch im Friedenseinsatz, aus Deutschland einigermaßen auch im Friedenseinsatz vorfinden. Lärm. Ganz wichtiger Stressfaktor. Das habe ich bei Ernst Jünger gelesen, wie lange, lange es im Schützengraben dauert, bis man zum Beispiel ein Schrapnell von einer Granate unterscheiden kann. Allein vom Sound her. Gerüche. Kann belastend wirken. Ja, aber es geht noch weiter. Nämlich Zentrum Inneres Führung der Bundeswehr, die Trennung von Vertrauten. Da dachte ich zunächst mal, hätte die DDR wieder rausgerissen. Hier oben, ja? Weiß nicht.
Die Angst, zur Familie zurück zu von der Familie getrennt zu sein. Dann kommen zwei sehr, sehr wichtige Elemente. Angst vor dem Einsatz und natürlich die Angst im Einsatz. Was ich vermisse, ist die Angst nach dem Einsatz. Aber das könnte man nicht machen, weil sonst würde ich sagen, bleib doch einfach zu Hause. Ja, aber das ist natürlich im Rahmen unserer internationalen Eingebundenheit und das ist es auch, was uns wieder zu einem doch geschätzten Mitglied in der Völkergemeinschaft gemacht hat, dass wir keinen deutschen Sonderweg mehr gehen, sondern mit dabei sind, wenn es darum geht, Frieden zu stiften. Kommunikationseinschränkungen, kein D2-Netz natürlich in Tora Bora, das ist klar. Ja, und Versagensangst. Am Steuer? Also, heißt es hier? Ich glaube, es ist relativ neutrales, wobei es mich schon irritiert, dass die Bundeswehr ein Foto rausgibt, wo man genau auf dem Mittelstreifen fährt. Aber das ist, ich war ja nicht beim Bund. Nee, ich auch nicht. Ich habe ja aus Gewissensgründen den Dienst mit der Waffe verweigert. Damals. Haben Sie auch? Die Gründe weiß ich gar nicht mehr. Muss mal nachgucken, muss ich das schriftlich einreichen auf 12 Seiten. Dann, jetzt kommen wir zum letzten Folianten der Belastungsfaktoren. Stress. Erleben des Stresses von Kameraden und Vorgesetzten. Man selber ist eigentlich gut drauf, aber Kumpel Walter von der Pritsche nebenan dreht durch. Kennt man eigentlich vom Pfadfinderzeltlager. Ich will heim. Der Unterschied beim Pfadfinderzeltlager ist natürlich, da kam zwei Tage später, der Vater von Walter hat ihn abgeholt. Das geht natürlich in Kabul nicht. Ist klar. Ja, weiterer Stressfaktor. Umgang mit Schwerverletzten und Schwerkranken. Und dann, sehr ernstes Thema, Erleben des Sterbens. Das Erleben des Sterbens. Und das ist wichtig, das war bis vor 5 Jahren, war diese ganze Thematik in der Bundeswehr noch thematisiert. Nee, tabu, also eben nicht thematisiert. Tabu? Ja. Aber ich habe gesagt thematisiert? Ja, genau. Nein, die Thematik war tabuisiert. Ganz genau. Ja. Und jetzt wird das Tabu thematisiert. Ja. Das Erleben des Sterbens. Bei anderen natürlich. Ja, klar. Ja, wieso? Ja, entschuldige mal. Das ist doch... Das Erleben von Sterben kann ich nur bei anderen. Hast du schon mal, wer fragt, wie haben Sie das eigene Sterben erlebt? Ja, das sind doch diese Leute, die dann wieder zurückkommen. Es ist noch keiner zurückgekommen. Das kannst du überall lesen. Es ist noch keiner zurückgekommen. Falls doch, wir blenden am Ende der Sendung die Nummer von Vera ein. So, jetzt also zurückkommen aus dem Reich der Toten, meine ich jetzt, nicht vom Bundeswehr einsetzen. Ja. Ja. Naja, das ist ja, Sie wissen doch, wie das ist heutzutage. Nein, es wird einem doch jedes Horn auf die Goldwaage gelegt. Dann Schuldgefühle durch Verursachung von Verwundung und Tod. Subjektive Schuldgefühle. Also, das heißt, ich würde mal sagen, als Armee kann man nicht mehr tun für die psychologische Vorbereitung. Ja, das ist echt super. Um den Soldaten zu sagen, es ist eine heikle Mission, wir wollen, dass alles gut geht, aber es ist natürlich doch ein militärischer Einsatz. Und jetzt gibt es sozusagen als Höchststufe der Entspannung diese CD. Und wir hören mal rein in die Nummer 5. Ja, eine Schnellentspannungsübung. Es spricht Oberst Hans-Jürgen Volkerts. Für mich ein ähnlicher Dialektanklang wie bei Bodo Hombach. Und Orgel spielt, glaube ich, Dr. Michael Schramm. Und achten Sie bitte darauf, wie sehr die Orgel die Entspannung musikalisch einleitet und fördert. Der Charakter der Musik. Und ich werde diese Übung jetzt mitmachen. Sehr gut. Nummer 5, Schnellentspannungsübung, Zentrum der inneren Führung der Bundeswehr. Sie können zu Hause auch mitmachen. Sie kriegen alles gesagt. Sie brauchen nur machen, was gesagt wird. Sicherlich kennen Sie den Roman von Victor Hugo, Der Glöckner von Notre Dame, oder eine seiner Verfilmungen. Der Glöckner von Notre Dame, sein Name war Quasimodo. Er hatte einen Buckel, viel Gemüt und sah schrecklich aus. Die Körperhaltung dieser Übung erinnert an ihn. Vielleicht achten Sie deshalb darauf, diese Übung nicht gerade während öffentlicher Anlässe durchzuführen.
könnten Sie missverstehen. Die Übung Quasimodo ist die wichtigste und spürbar effektivste Entspannungsübung. Sie erreicht mehrere Ziele. Sie verbessert die Sauerstoffversorgung des Gehirns. Sie löst alle Arten von Verkrampfungskopfschmerz im Nu. Sie erfrischt. Sie lindert oder beseitigt Verspannungen im Nacken. Und sie stellt Wohlbefinden her. Nicht von ungefähr ist diese wichtigste Übung auch gleichzeitig die schwierigste. Achten Sie deshalb mit gesteigerter Aufmerksamkeit auf die Übungsbeschreibung, besonders aber auf die Entspannungsphase. Bitte denken Sie daran, in der Phase der Anspannung ständig intensiv weiter zu atmen. Winkeln Sie die Arme an und lassen Sie die Hände locker. Schließen Sie die Augen. Atmen Sie ruhig durch. Ziehen Sie nun die Schultern hoch, als ob Sie damit Ihr Ohrläppchen berühren wollten. Noch höher, noch höher. Drücken Sie den Kopf zurück, ohne dabei nach oben zu schauen. Noch weiter zurück. Konzentrieren Sie sich auf das Polster, das durch diese Bemühungen in Ihrem Nacken entstanden ist. Drücken Sie nun diese Nackenrolle zwischen Hinterkopf und Schultern kräftig zusammen. Drücken Sie. Drücken Sie noch mehr. Und immer noch kräftiger zusammendrücken. Quetschen Sie. Atmen Sie dabei tief durch. Quetschen Sie so kräftig, bis der Kopf zu vibrieren anfängt. Und noch mehr. Und noch stärker. Ignorieren Sie eventuell auftretende Schmerzempfindungen. Lassen Sie nun die Schultern völlig herabsinken und den Kopf so weit nach vorne fallen, bis Ihr Kinn die Brust berührt. Machen Sie das in einer einzigen, fließenden, ununterbrochenen Bewegung. Lassen Sie die Augen geschlossen und atmen Sie ruhig und regelmäßig. Ohne das Kinn von der Brust zu nehmen, versuchen Sie nun, das rechte Ohr auf die rechte Schulter zu legen, dann das linke Ohr auf die linke Schulter, ohne dabei die Schultern hochzuheben. So spannen sich deutlich spürbar die Sehnen, welche vom Ohr zur Schulter gehen. Also nicht das Kinn hin und her bewegen, sondern den Kopf zur Seite legen. Atmen Sie ruhig und regelmäßig und genießen Sie die Entspannung eine kleine Weile. Die Entspannungsphase muss besonders gründlich und lange durchgeführt werden. Lassen Sie sich Zeit. Falls Sie auf die Entspannungsphase verzichten, dann werden Sie keinen ausreichenden Effekt verspüren können. Also entspannen Sie sich. Wenn Sie bemerken, dass der gesamte Nackenbereich ungewohnt warm ist, so als wären Sie gerade massiert worden,
und Sie fühlen sich entspannt und wohl, dann haben Sie alles richtig gemacht. Sollten Sie dagegen Druck im Kopf oder gar beginnende Kopfschmerzen spüren, dann ist bei Ihnen Pressatmung eingetreten. Das heißt, Sie haben nicht ruhig und regelmäßig weitergeatmet. Am besten, Sie machen die Übung gleich nochmal unter besonderer Beachtung der richtigen Atmung, dann verschwinden diese Nebenwirkungen wieder. Jetzt ist die Platte aus. Das war's. Ja. Das ist toll. Es ist schon mal, liebe Tierfreunde, die Stars aus.